Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Theorie, aufbauend auf das letzte Kapitel 909. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Jetzt geht's los. Im letzten Kapitel haben wir erfahren, dass der Shogun von Wano mit Namen Orochi heißt. In der japanischen Mythologie gibt es Yamato no Orochi, ein achtköpfiger Drache bzw. Schlange, und um diese dreht sich eine Geschichte. Der Gott Susanoo wurde aus dem Himmel verbannt, auf der Erde traf er ein Ehepaar. Dieses Ehepaar hat ein Kind namens Kushina Dahime. Hier haben wir schon mal die erste Verbindung zu One Piece. Kushina Dahime könnte die Namensgeberin für Zorros alte Freundin Kuina sein. Das Ehepaar erzählt davon, dass sie eigentlich noch mehr Töchter hatten, aber diese wurden alle von Yamato no Orochi gefressen, jedes Jahr holte er sich eine. Susanoo sagte, er kümmert sich darum, wenn sie ihm versprechen, dass er eine der Töchter haben kann. Die Eltern willigen ein, um ihre Tochter zu retten. Susanoo macht Orochi betrunken und schlägt ihm den Kopf ab. Als er auf seinen Schwanz schlägt, bemerkt er etwas in Yamato no Orochi. In seinem Schwanz befindet sich das legendäre Schwert Kusanagi no Tachi. Könnte es also sein, dass der Shogun der Arc-Gegner für Zorro wird? Und es kommt zu einem Kampf, an dessen Ende Zorro gewinnt, aber eines seiner Schwerter zerbricht mal wieder. Und er bekommt dann das Schwert des Shoguns, möglicherweise einfach als Gegenleistung seitens der Samurai, weil sie nun eben Kaidu und den Shogun vertrieben oder besiegt haben. Und ich denke, dass das Shogun-Schwert eines der stärksten Schwerter in One Piece sein wird. Wäre ja irgendwie lächerlich, wenn ein Shogun von Wano Kuni ein schlechtes Schwert hätte. Zudem können wir vielleicht zwei Sachen noch zum Shogun sagen. Möglicherweise ist er dem Alkohol nicht abgeneigt und vielleicht hat er eine mystische Zoan-Teufelsfrucht. Entweder eine Drachenfrucht Modell Orochi oder eine Schlangenfrucht Modell Orochi. So könnten wir Zorro mal wieder sehen, wie er Köpfe abschlägt, so wie Ryuma es in der Vergangenheit bei einem Drachen tat oder wie Zorro es auf Punk Hazard mit dem Drachen machte. Kommen wir aber nun wieder zu Kuina. Wir wissen nicht, woher ihr Vater kommt, aber er ist ein Schwertkampflehrer und auch aufgrund seiner Klamotten liegt die Vermutung nahe, dass er möglicherweise aus Wano stammen könnte. Tashigi ist 23 Jahre alt im Moment. Kuina, wie gesehen in Kapitel 0, wurde 2 Jahre nach Rogers Hinrichtung geboren. Das würde sie ein Jahr älter als Zorro machen. Somit wäre Kuina heute 22 Jahre alt. Das würde also bedeuten, dass Tashigi innerhalb dieses Jahres weggekommen sein muss. Was das Ganze nun interessant macht, ist die Tatsache, dass wir in diesem Chapter gesagt bekommen, dass Jusui vor genau 23 Jahren von Piraten geklaut wurde. Und hier mache ich mal eine wilde Spekulation. Was, wenn Kojiro der Beschützer des Heiligen Schwertes war, dieses aber nicht gegen Gekko Moria verteidigen konnte? Aufgrund dieser Schande wurde er verbannt oder sollte Seppuku begehen. Jedoch wollte er seine Tochter nicht ohne Vater aufwachsen lassen, deshalb floh er. Er hatte natürlich Verfolger hinter sich und um seine Tochter zu beschützen, gab er sie ab, entweder in ein Waisenhaus oder direkt bei der Marine. Ein Jahr später kam dann Kuina zur Welt. Vielleicht dachte er sich da dann, sie sei außer Gefahr, weil in dem Jahr keine Verfolger in Sicht waren. Naja, wie gesagt, wilde Spekulation. Schreibt eure Meinung dazu auf jeden Fall in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.